das weite Land der Schweiz. Das könnte ein Roadmovie aus den 60er Jahren sein. Da scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Allerdings, das Verkehrsaufkommen, das hier auf der Landstraße sich darstellt, zeigt natürlich schon, es beginnt die große Zersiedelung der Schweiz. Schon tauchen die ersten Tankstellen auf, nicht? Etwa hier an diesem lauschigen Plätzchen wird es allmählich laut. Die Fotografie ist ein Kontrollinstrument. Ist das noch hinreichend? Können die Verkehrsströme mit dieser Maßnahme hier hinreichend geregelt werden? Reicht es hier am Trottoirrand so einen Pfeil zu machen? Das sieht doch kein Auto. Das geht ja vielleicht, wenn einer mit dem Pferd vorbeikommt oder ein Fußgänger. Da müssen wir wahrscheinlich Abhilfe schaffen. Und die Fotografie ist dieses identifizierende Element. Hier wird ein Zeichen, das ist bereits eine versteinerte Maßnahme der Regulierung, die aber eigentlich schon nicht mehr hinreicht. Es hat nicht nur viele Menschen, diese deregulierten Menschenströme, die dahin und dorthin unterwegs sind, sind natürlich auch ein Zeichen für die Entflechtung der Städte, dass Wohnen und Arbeiten quasi auseinandergedröselt wurde. Nicht? Man wohnt irgendwo im Grünen und arbeitet im Zentrum. Und das ist dann das Resultat. Es ist für uns ein Prototyp für die Monitor-Ästhetik. Es ist der unbeobachtete Beobachter. Und es ist eben auch der anonyme Beobachter. Hier fragt man sich, ja, wo ist denn das aufgenommen worden? Eine Beobachtung ohne Autor. Und das ist ja die Situation, in der wir heute leben. Uns ist dieser unheimliche Beobachter, dieser anonyme Beobachter Alltag geworden. Es kann ja heute auf der Straße fast nichts mehr passieren, ohne dass man nicht dazu ein Bild findet. Eines meiner liebsten Unfallbilder ist natürlich dieses Cartier-Bresson-mäßige Zusammenprall eines Dodge mit einem Verkehrspfosten. Da muss man sich schon fragen, wo hatte denn der das Hirn? Dass es dann wirklich noch fast so axialsymmetrisch die Kühlerhaube gespalten hat, da muss man sich fast schon Mühe geben. Dieser Schotterweg in einem landwirtschaftlich genutzten Hügellandschaft, das Vertraute, das Liebliche und in diesem Lieblichen plötzlich der Einbruch des Unwahrscheinlichen, dass eine Unwahrscheinlichkeit eintritt in das Gewohnte. Das macht eben den Reiz der Unfallbilder aus. Und hier wird eine Bildgewohnheit unterbrochen, indem eine ländliche Idylle kontrastiert wird mit einem katastrophischen Geschehen. Und das ein Bild, das mich an meine Kindheit erinnert. Es gab eigentlich nichts Schöneres als Autounfälle. Da konnte man wirklich stundenlang sich verweilen. Und gerade so in einem bäuerlichen Umfeld, wo nichts los ist, wenn da mal ein VW da beim Abhang runterdonnert, dann hat man nachher schon etwas zu erzählen. Und mit einem Mal ist der Knecht hier, der Verdingbub von einst, ist im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil er war dabei. Es geht hier eben auch um die kommunikative Bewältigung dieser Unwahrscheinlichkeit, die da in diese heilen Welt eingebrochen ist. Und indem man der beisteht, kann man die Welt vielleicht wieder zurechtrücken. Insofern sind diese Fotografien natürlich auch Einübungen. Sie sind Katastrophenübungen. Also wie kann ich Katastrophen bemeistern, also indem ich sie analytisch beobachte?
Seit Jahrzehnten dokumentiert die Beratungsstelle für Unfallverhütung Unfälle und Gefahrenzonen. Zwischen 1940 und 1990 fanden über 50.000 Szenen Eingang ins Archiv der BFU. Heute hat dieses Archiv für die Prävention keinen Nutzen mehr, aber es ist eine bedeutende kulturhistorische Quelle. In erster Linie fällt mir auf, dass ich vor allem einen Blick habe von der anderen Seite auf die Post, den ich eigentlich nicht kenne. Ich sehe eigentlich die Postbeamten, Beamtinnen von der anderen Seite. Ich bin überrascht über die Farbigkeit, die da herrscht, über die Ordnung, über die kleine persönliche Welt. Vorhänge, extrem präzise Ordnung. Und doch chaotisch. Man sieht es auch ein wenig hier im Studio. Also ich lebe auch von Gegenständen, von Inspirationen, von Farben, von Formen. Und ich finde da eine Welt, die ich auch eben so nicht kenne, mir aber bekannt ist. Insofern, dass die Materialitäten, gewisse Formen, gewisse Maschinen, gewisse Ordnungen auch, ich eigentlich wiedererkenne. Klar, was mich jetzt einfach mal so erschreckt, ist natürlich, dass ich weit und breit keinen Mensch sehe. Das macht es schon auch sehr hart. Aber wenn wir dann genau hinschauen, dann ob jetzt das die Kratzen sind an der Türe, die Spuren, die Patina, die gewisse Möbel, Wände haben, dann kann das nicht anders sein. Oder diese unperfekte Ordnung, dass da eigentlich Menschen am Arbeiten sind. Staubfrei, vollkommen ausgeleuchtet. Also ich sehe jedes Teilchen, was ich sehen möchte. Ich kann fast alles lesen. Ich kann hier in den Computer reinschauen und ich kann fast die Files alles erkennen. Und das finde ich unglaublich ernüchternd, also fast schon schockierend, so klar, so direkt. Und durch das Menschenlose oder Menschenfreie wird es noch schärfer. Also da wird jeder Stempel, alles, jedes Gerät, das da steht, wird einfach wichtig. Und jeder Schubladengriff ist dreimal stärker, als was wir ihn sonst betrachten würden. Viele Aufnahmen haben eine Perspektive, aber durch diese Ausleuchtung oder diese extreme Tiefenschärfe werden sie wieder sehr flach. Also ich sehe die Räume, ich sehe die Tiefe, ich sehe das vorne, hinten, ich sehe hinter dem Schalter, ich sehe das vorne genauso scharf und das wird wieder sehr flach. Es ist fast surreal wie der Stuhl. Ja, das ist alles einfach da vorne auf eine Fläche. Eigentlich ist alles no name. Das sind Industrieprodukte, die in großer Masse hergestellt werden. Eine Innenarchitektur, wo alles von A bis Z stimmt, ist für mich auch ein Schrecken. Das gefällt mir jetzt da, weil es macht es einfach richtig menschlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zwischen einer Bank und einer Post. Die Post möchte wirklich ganz nahe beim normalen Mensch sein und die Bank möchte besser sein als der normale Mensch und sie möchten das auch zeigen und die Post kommt ja zu einem, der Briefträger, und ich glaube, das ist einfach, das spürt man einfach so stark. Natürlich finde ich es jetzt auch
gerade ein wenig extrem, oder? So diese Assemblage von Sachen, wo man das Gefühl hat, eigentlich kümmert sich niemand richtig um die Innenarchitektur oder um das Bild, was hinter der Hecke ist, dem Schalter, oder? Das nächste Mal, wenn ich in Italien oder Skandinavien bin, und dann schaue ich mal hinter dem Schalter der Post, weil es nimmt mich jetzt natürlich schon Wunder, wie würde es dann dort aussehen. Jean-Luc Cramat denkt und arbeitet mit Vorliebe in Serien. Seine fotografischen Bestandesaufnahmen durchleuchten die vermeintliche Normalität unserer Gegenwart. In diesem Fall ist das Resultat ein Blick in das Innenleben von 150 schweizerischen Poststellen in der Westschweiz, vom Jura bis ins Wallis. Eindrücklich bei all diesen Bildern ist der Blick hinter die Kulisse. Es ist dieses erlaubte Einblicken, weil es ist nicht das Fotografieren der Pose, sondern es ist die Vorbereitung auf den Auftritt. Das suggeriert eine Nähe, zugleich ist es legitim, die Nacktheit zu zeigen. Ob sie nachher auf der Bühne so stattfindet oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil es ist eine Arbeits- und Lebenssituation. Sie sind genau mit dem beschäftigt, was das Typische ist für diese Zeit, für das Gesicht, die Augen, der Mund, aber auch die Haartracht, also die Inszenierung nach außen, auch wenn es für ein vielleicht ein Nachtclub-Publikum ist, ist es trotzdem diese Vorbereitung auf den Auftritt nach außen oder für die Modeschau. Zigaretten, das wäre auch typisch für die 50er Jahre. American Blend fängt an, Frauen beginnen zu rauchen, aber es ist absolut verpönt, draußen zu rauchen. Ist Erotik und nicht Erotik. Also der Büstenhalter aus heutiger Sicht, auch schon damaliger Sicht, fast ein bisschen, heute würde man sagen, Handklismet. Also weil es fehlt der moderne Stoff, quasi das heute als Push-up genannte Modell, sondern es ist dann noch ein ältliches Modell, geht zurück auf die 30er Jahre. Aber die modernen Strümpfe sind da und die Kette, also das heißt, es ist eine Perlenkette mit dem Dessous, das heißt, es ist dieses Vorläufige, man hat einen Einblick, es ist wirklich dieses beides, zum einen absolut unerotisch von der Situation her und trotzdem höchst erotisch aufgeladen. Wie nackt sie auftreten wird, ist nicht ganz klar. Aufgrund eines Bildes denke ich, sie tritt wirklich so, wahrscheinlich so auf. Vielleicht bekommt sie einen Top noch, wäre für die Zeit wahrscheinlich angemessen. Trotzdem, auch diese Bilder sind typisch für die Zeit. Das heißt, die Breitenwirkung des Folies Bergère aus Paris, die jetzt quasi im Terrasse in Zürich oder ihre Breitenwirkung hat. Es geht auch der kleinere Bürger in diese Lokale. Es ist zwar eine absolute Männerwelt, in dem Sinn kann man sagen, es ist ein Gegenstück zur biederen Welt der Hausfrauen, aber trotzdem etwas, das dazu gehört. Und zwar nicht zum Schweizerischen, sondern zum Urbanen. Das Urbane drückt sich genau in dieser Szenerie aus und spiegelt damit auch die Vorurteile der Stadt als dem Bösen in ihrer schweizerischen Variante. Die Hausfrau, die gepflegte Frau, wenn sie in den Ausgang geht, wenn sie am Sonntag in die Messe geht, wenn sie im katholischen Luzern wäre beispielsweise.
aber gleichzeitig unten eben die neuen Accessoires hat, die eben zu dieser Erotisierung beiträgt. Das heißt, das Verborgene, Verbotene, das Private ist auch draußen spürbar in ihrem Auftritt. In den früheren 60er Jahren spüren wir dann den Wandel auch. Also man braucht nicht mehr das Halböffentliche, sondern das Halbdunkel ist die Bühne und die darf man zeigen. Man fotografiert und hat eine Lust an der Inszenierung, an dem, was man zeigt. Das ist ein Riesenthema und das ist vielleicht in diesen Bildern drin, die Ängste der Hausfrauen vor dem Seitensprung. Der Seitensprung ist das Thema in den Leserbriefen oder Beratungszeitschriften wie Annabelle. Was mache ich, wenn der Mann den Seitensprung macht? Da ist der Nightclub die Gefahr, aber die noch größere Gefahr lauert im Büro mit der Erotisierung der Sekretärin. Aber diese erotische Aufladung, die weckt die Imaginationen wahrscheinlich beim Mann und bei der Frau, bei den Frauen vielfach mehr Ängste. Zwar lockerte sich in den 1950er Jahren die Einstellung gegenüber Erotik und Sexualität, doch ihre öffentliche Darstellung war auf bestimmte Situationen und Orte beschränkt. Fotografen wie Martin Glaus, Armin Haab, Gotthard Schuh, Paul Senn und Christian Staub nutzten die halböffentliche Sphäre der Garderobe, um Verführung, Verhüllung und Enthüllung mit der Kamera zu beobachten. Man könnte sagen, die Schweiz inszeniert sich hier auch als Kinderparadies, als ein Ort des Schutzes. Kinder sind schutzbedürftige Wesen. Sie sind die unter den Flüchtlingen, die am meisten des Schutzes bedürfen und die nun Zuflucht finden im neutralen Land. Die Schweiz bildet ihr nationales Selbstbild ab auf den Gesichtern dieser Kinder. Ein unschuldiges Land, das auch nichts dafür kann, dass es zu diesem Krieg gekommen ist, das nun aber seinerseits eine Verpflichtung darin sieht, diesen Kindern zu helfen. Es gab ja diese Idee, die Schweiz ist ein Durchgangsland. Die Schweiz ist eine Transitzone. Da kommen Menschen rein, haben temporär Schutz und gehen wieder raus. Und da waren diese 3-Monats-Kinder geradezu ideal. Sie verkörperten das flüchtlingspolitische Paradigma der Schweiz. Und Judenkinder, das waren nun Kinder, die waren ab Ende 41 staatenlos, weil Deutschland hat allen Juden die Staatsbürgerschaft entzogen. Die drohten ja zu bleiben. Und damit konnte die Schweiz nichts anfangen in ihrer offiziellen Politik. Bilder sind deutungsoffen und sie wurden eben vom schweizerischen Staat, von den Medien, soweit sie sich auch eben mit der offiziellen Politik identifizierten, zum Teil auch durch die Zensur kontrolliert wurden, so verwendet, um ein schweizerisches Staatsverständnis zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, es sind Bilder, die in der Art und Weise, wie sie repräsentiert wurden medial, auch eine Tendenz aufweisen. Und die Tendenz geht zunehmend in Richtung Legitimation. Unter dem Titel Rotkreuzkinder sehen wir den jüngsten Knaben, der aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit wurde. Dieses Kind, das ist nun völlig verstört, es trägt alle Insignien der Unmenschlichkeit, diese KZ-Nummer, eben dieses Schild mit Buchenwald. Es ist eine bildliche Inszenierung, die zeigen soll, jetzt ist ein Schreckensregime zu Ende gegangen und die Schweiz hilft. Wenn wir nun das Bild in einen Kontext stellen, so können wir ohne weiteres erkennen, und da gibt es auch in der medialen
Berichterstattung in Zeitungen unzählige Hinweise dafür, dass die Schweiz am Ende des Krieges tatsächlich dafür sorgen musste, dass sie aus ihrer Isolation herausfand, dass sie eben eine Botschaft verkündete, dass sie diese riesige Diskrepanz zwischen dem kriegsverschonten Land und dem kriegszerstörten Europa überbrückte mit großzügiger Hilfeleistung. Und tatsächlich hat man dann diese Fesseln, die vorher der Flüchtlingspolitik auferlegt waren, etwas gelockert. Es kamen ja sehr viele Kinder, namenlose Kinder aus Sicht der schweizerischen Autoritäten ins Land. Und ja, die mussten ja mal irgendwie eine Identifikation tragen. Das ist dann eigentlich das Gegenmodell zur Identifikation des Schreckens mit der Nummer des Buchenwaldner Kindes. Hier haben wir dann die Schweizer Kinder, die eben sozusagen jetzt einen glücklichen Aufenthalt im neutralen Land genießen und ja, die da einfach angeschrieben werden, dass sie sozusagen im Paradies nicht verloren gehen. Es geht auch darum, bestimmte Bilder zu machen, die bei Leserinnen und Lesern dieser Illustrierten Wiedererkennungseffekte zur Folge haben. Ich würde sagen, über die Kriegszeit hinweg gab es in der Schweiz so etwas wie ein Wahrnehmungstraining. Man hat eigentlich mit diesen Kindern und Kinderbildern leben gelernt. Man hat ihnen immer neue Seiten abgewinnen können. Man könnte auch sagen, das war ein Verstärkungseffekt, der über zwei Schübe lief, eben über dieses Jahr 1942 mit sehr starker Häufung von Kinderabbildungen und dann 1944. Und diese Kinder hatten auch vergangenheitspolitisch eine Funktion. Man erinnert sich eben an den Zweiten Weltkrieg auch immer an diese Kinder, an diese gute Schweiz. Man könnte sagen, das Syndrom der Vergangenheitsverdrängung läuft auch über diese Repräsentation der Schweiz über Kinderbilder. Fotografien zur Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg gibt es kaum. Jedoch unzählige Fotografien von Flüchtlingskindern, die für einen dreimonatigen Erholungsurlaub in die Schweiz geholt wurden. Sie finden sich in den Reportagen der meisten wichtigen Fotografen der Zeit. Wenn ich auf dieses Ensemble der Campagne, lustigerweise die zwei Wörter, schaue, dann zeigt sich mir eigentlich ein ziemliches Elend. Das Elend der Verlorenen am Straßenrand, die aber eigentlich ja alle ins Zentrum, sogar ins Zentrum der Macht tendieren. Und eigentlich einzig der da, der schaut etwas neckisch, sogar auch neckisch platziert, hinter den Büschen hervor. Und die anderen sind alle unheimlich ernsthaft in den Boden geschlagen. Ich sehe nichts Neues darauf. Ich sehe nichts Zeitentsprechendes darauf, sondern eine relative Enge. Man benutzt jede Ecke und jede Rückwand von was auch immer, um noch einen hinkleben zu können. Und das hat doch etwas, ja, hat dann auch etwas bescheiden, also als ob die Mittel fehlten im Grunde genommen, um sich da anständig zu präsentieren und auch sogar vorteilhaft zu präsentieren, was ja wichtig wäre bei einem Wahlkampf. Was mir so als Wort in den Kopf schoss, als ich die einmal alle angeschaut habe, diese Fotografien, das war das Wort Grasnarben. Man sieht viel Grün und sieht aber auch viel Verlorenheit und potenzielle Enttäuschung dann auch. Und deshalb habe ich mir ein paar Grasnarben notiert. Ausländer raus, steht da fett. Plakatiert.
In dieser Gegend muss es von Eingeborenen nur so wimmeln. Das ist eine Warnung. In der Nähe eines Wegkreuzes, vor allem wenn nur ein Bildchen da stand, da hat es auch etwas von diesen Erinnerungsstätten für im Verkehr Verstorbene. Es gelüstet einem fast manchmal da und dort ein Kerzlein anzuzünden für die Kandidierenden. Zugespitzt in vier Zeilen, das heißt dann, zuweilen scheint es ja, als gedächte man lauter Verunglückten am Fahrbahnrand. Vierfarbig. Und eigentlich zusammenkoppeln mit diesem Totengedenken, diesem vermeintlichen, möchte ich ein anderes Nachdenken. Zwischen den Wahlplakaten sprießt Gras. Es hört die aufgetakelten Seufzen. Guter Rat ist so teuer. Die sind alle eigentlich mit einem unbeirrbaren Lächeln unterwegs. Aber im Grunde ist natürlich der große Lachende, und das ist auch gut so und ist auch, stimmt mich auch zuversichtlich, der große Lachende ist die Natur, ist die Gegend, in der sie da herumstehen. Nicht? Ich kann es auch in einem Fünfzeiler diesmal sagen, der eine Kandidat, die andere Kandidatin, sie sind schon dem Wind anheimgefallen, also auf der sicheren Seite. Es ist eigentlich auch eine große Reise in die Karikatur dieser Wahlen. Und was mir sehr sympathisch ist eigentlich daran, es wird nicht einfach eine Partei, die sich anbietet, aufs Korn genommen, sondern es stehen alle ziemlich verloren und verlassen und daneben in dieser Landschaft. Und das ist dann auch wieder, ist nicht nur politisch korrekt, sondern es ist menschlich korrekt. Man merkt auch diesen Bildern an, da sagt einmal jemand, ja, ich stelle mich für die Kandidatur zur Verfügung. Und wahrscheinlich, wenn er selber durchs Land fährt oder durch seine Gegend zumindest, erschreckt er vor sich selber und kann sich nur trösten damit, dass es anderen auch so geht. Die Arbeit Kampagne von Nicolas Savary und Thilo Steireif entstand 2007 während des Wahlkampfes der eidgenössischen Parlamentarier. Die Fotografen interessierten sich für den Umgang mit Bildern im öffentlichen Raum, aber auch für die Rituale, die aus einer Privatperson eine öffentliche Figur machen. In der Sendereihe Belichtete Schweiz sahen Sie Teil 2, Verstohlene Blicke und andere Geschichten. Sämtliche Filme mit insgesamt 120 Minuten Laufzeit können Sie als DVD mit ausführlichem Begleitheft in unserem Onlineshop bestellen.